Ich will dir ganz kurz mal ein, zwei Infos dazu geben. Erstens, vor einigen Jahren war es noch so, dass der Alleinunterhalter der Dienstleister war, der auf Geburtstagen, Hochzeiten und so weiter gebucht war. Teilweise mit Bands. Bands waren auch unglaublich gerne gefragt. Aber der DJ, der war nicht so gegeben. Also in 80ern, 90ern, DJ war eher eine Seltenheit auf einer Hochzeit, auf einem Geburtstag. Das kam erst, als die Generation Disco und Club angefangen hat, älter zu werden und zu heiraten. Weil die sind mit Diskotheken in Clubs und so weiter groß geworden und wollten dadurch natürlich auch dieses Feeling haben. Also das Club-Feeling, dass es das gibt schon seit 10 Jahren auf Hochzeiten, dass man am Anfang kommerzieller startet und später gerne klubbiger mit reingeht. Ich glaube aber, dass es nicht nur in den letzten 2 bis 3 Jahren, sondern alles, was jetzt zukünftig kommt, noch viel, viel extremer wird. Und das liegt nicht nur daran mit Clubmusik, sondern vor allem mit Festivalmusik. Und Festivalmusik heißt sogenanntes Drop-Mixing. Das heißt, die Lieder gar nicht mehr ausspielen, sondern 30 Sekunden, eine Minute Drop-Mixing und so weiter. Das erlebe ich immer häufiger. Und umso jünger das Publikum ist oder umso jünger deine Kunden sind, umso stärker wird das wahrgenommen. Das merkst du schon, dass umso jünger die sind, umso schwieriger die Aufmerksamkeit bei denen ist. Also die halten gar nicht mehr durch, dass ein Song 3 Minuten geht, geschweige denn von 5 oder 7 Minuten. Und das wird immer extremer, weil die Menschen einfach damit groß werden. Das hat mit dem Mixing auf Festivals, wie sie es einfach kennenlernen und wahrnehmen, zu tun. Das hat damit zu tun, dass Spotify jederzeit es Millionen Songs gibt, die innerhalb von Sekunden weggeklickt werden können oder auch Lieder im Allgemeinen kürzer werden. Und das Wichtigste ist ein ganz krasses Phänomen, was ich wahrgenommen habe. Und zwar die Social-Media-Darstellung eines DJs hat sich durch TikTok und durch Instagram, durch diese Reels, ganz drastisch geändert. Ja. Also das ist ein Punkt, wenn du so mal so reinguckst und du nimmst nur als DJ die größten wahr, die automatisch in deiner Chronik ausgespielt werden. Da tauchen Namen auf wie DJ Nick Spinelli, da tauchen auf Namen wie Justin the DJ, die einfach nur mal, um sie zu nennen, vielleicht hat der ein oder andere das bei euch schon in der Chronik mitgesehen. Das sind Jungs, die haben Turntables da, die scratchen mit rein, die sind interaktiv auf Hochzeiten, hauen richtige Drops rein, spielen klubbige Musik, sind aber von ihrem Aussehen und von ihrer Art die smarten Hochzeits-DJs. Und ich glaube, da geht ganz stark die Zukunft hin. Und ich habe selbst zum DJ Reverb gesagt, da sage ich, DJs, die gar nicht mixen können, werden es in Zukunft wahrscheinlich noch mal um einige schwerer haben als aktuell schon in der Wahrnehmung. Es heißt nicht, dass die nicht mehr gebraucht werden. Die wird es auch bestimmt, wird es noch Kunden geben, denen ist das nicht so wichtig. Aber die Wahrnehmung und die Darstellung des modernen DJs verändert sich durch Social Media ganz stark. Und wir müssen uns dann wahrscheinlich auch Stück für Stück daran anpassen. Und das hat mit der Musikauswahl zu tun. Das hat ganz stark mit dem Mixing zu tun und natürlich auch mit der Art und mit der Darstellung. Das heißt, so Dinge wie Ullis rollende Disco ist dann einfach echt nicht mehr angebracht. Super, bevor wir zum Ende kommen, ich will noch mal ganz kurz auf 1, 2 Kommentare mit eingehen, die gerade noch im Live-Chat mit drin sind, wie unter anderem der Marco schreibt gerade rein, Quick-Mixing oder Drop-Mixing über 6 bis 12 Stunden, das hält weder der DJ noch das Hochzeitspublikum aus, oder? Ja, du musst überlegen, die meisten DJs, die auf Festivals oder solches Drop-Mixing, so Freestyle machen, die spielen keine 6 oder 12 Stunden. Die legen da vielleicht mal vielleicht ein 2-Stunden-Set mit auf, was auch echt wochenlang für dieses Event vorbereitet ist. Und das heißt, das ist wie allem, das ist dann mehr Show als eine reine wirkliche Dienstleistung und so Crowdreading. Man kann beides miteinander verbinden, aber ich kann euch sagen, wir müssen uns darauf vorbereiten und wir müssen das lernen. Also da ist wieder, da gibt es etwas Neues und das muss halt gelernt werden. Es reicht nicht einfach zu wissen, dass es das gibt, sondern aktives Lernen, aktives Üben. Wie macht man das? Wie geht das? Und dann spielen wir halt nicht 80 Songs abends zur Party, da ballern wir halt mal 200 durch. Ich meine, es gibt so viele geile Hits und wenn wir uns die Highlights rausmachen, dann nehmen wir das mit rein. Ob das dann den Gästen allen gefällt oder ob es uns selber gefällt, ist die andere Frage. Ich kann nur sagen, ich nehme es immer mehr wahr und die Zukunft wird wahrscheinlich mit reingehen. Ich bin ehrlich, ich bin persönlich auch gar kein Freund von. Ich habe unglaublich viele Veranstaltungen als Gast besucht, wo DJs Drop-Mixing, Quick-Mixing betrieben haben. Ich war nach 2 Stunden aus dem Laden wieder draußen. Weil für mich, ich gehe dahin wegen der Musik.
wegen den Liedern. Ich gehe nicht wegen dem DJ dahin, immer ehrlich nicht. Für mich war Musik immer das Wahre. Und ich bin auch ein Freund davon, wenn mein Track 3 Minuten läuft. Es gibt auch geile Tracks, die laufen 5 Minuten, 7 Versionen. Ich kenne Lieder, wenn die 9 Minuten laufen, ich feiere das, ich zelebriere die 9 Minuten. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel auch so, ich mache keine 18 Geburtstage mehr. Ich mache nicht mal mehr 25 Geburtstage. Ich bin dankbar, wenn ich Kunden habe, die den 40., 50. oder 60. Geburtstag feiern, weil die von der Musikwahrnehmung eine ganz andere Wertschätzung haben als die junge Generation. Und für alle, die da jetzt nicken und sagen, ja, Mike, ich weiß genau, von was du redest, für euch wird es genauso schwierig wie für mich, muss man sagen. Und wir müssen mit der Zeit gehen, sonst gehen wir irgendwann mit der Zeit. Dann gibt es die jungen DJs, die uns einfach irgendwann ablösen. Deswegen kann ich euch sagen, befasst euch gerne einfach mit dem Thema, auch mit dem Thema Dropmixing oder Quickmixing. Man muss es nicht 6 oder 12 Stunden anmachen, aber wenn so eine Peak Time kommt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt das Publikum, das genau sowas erwartet, die einfach sagen, boah, so ein 3-Minuten-Track, wenn der DJ den spielt, das ist mir irgendwie zu lang, irgendwie kommt da die Luft raus. Ihr habt das Gefühl, die brauchen das, dann könnt ihr das. Dann könnt ihr auch abliefern. Also mein Tipp ist, beschäftigt euch mit, bereitet euch vor, weil das Publikum dafür, das steht jetzt schon in den Startlöchern. Die Hochzeits-DJ-Schule ist mein absolutes Herzensbaby und eine persönliche Zusammenarbeit zwischen dir und mir. Es ist eine Art, das DJing zu leben, die sehr kundenorientiert ist und mit dem Künstlerischen vereint. Meine DJ-Schule ist für alle, die besser sein wollen als der Durchschnitt, die ihren Kunden bessere Partys ermöglichen wollen und dadurch natürlich auch mehr Wertschätzung und bessere Gagen bekommen. Es fängt genau hier an, deinen Service zu verbessern und den Traum vom DJing noch stärker zu leben. Mit Kunden, die gerne Geld für dich ausgeben, weil du genau der Profi bist, den sie sich wünschen. Hier ist deine Chance. Werde Teil einer großartigen Community mit hunderten DJs, die sich gemeinsam unterstützen und ihre Erfolge miteinander feiern. Du bekommst meine persönlichen Strategien in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dich zum Profi für Hochzeiten machen wird. Lerne in 10 Kapiteln, wie du deine Music Library richtig aufbaust, deine Technik optimal einsetzt, eine Partyplanung gemeinsam mit deinen Kunden machst und in allen Phasen einer Hochzeit immer die richtige Musikauswahl triffst, damit deine Kunden nicht nur zufrieden, sondern absolut begeistert sein werden. Willkommen in der Hochzeits-DJ-Schule.